Aber ich muss ja eh irgendwann mal einen neuen Controller holen, tatsächlich. So, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist lang her. Wir haben auf jeden Fall eine Quest, für die wir... Ach so, wir hatten... Ach stimmt, wir hatten Emily eine Aprikose gebracht. Okay. Okay. Was habe ich hier? Sehr viel Holz und Steine. Kann das sein, dass ich irgendein Gebäude aufwerten wollte noch? War mir gerade nicht sicher, ob es der 360 oder der One-Controller war. Nein, war schon der... Doch, 360. Steht auch drauf, ja. Genau. Ist halt sehr kabellose irgendwie. Also, ich muss sagen, der dient mir jetzt auch schon echt lange irgendwie. Der hat ja zwischendurch nur dieses, dass mal die Kamera dann die ganze Zeit dreht oder dass mal ein bisschen was straft oder manchmal die Y-Taste nicht richtig funktioniert dann in manchen Spielen. Aber das habe ich eigentlich selten, muss ich sagen. Das hatte ich, Problem hatte ich immer nur bei Trine dann mit der Y-Taste. Das kann halt auch im Spiel gelegen haben. Keine Ahnung. Warum ist bei mir eigentlich auf meinen Ohren die Musik immer so laut in letzter Zeit, ey? Verstehe ich gar nicht. So, okay. Da-da-dam. Ach, stimmt ja. Wir haben ja den, warte mal, was für ein... Wo sind wir denn hier? Im Herbst oder was? Ne, im Sommer. Warte mal, was? Ah doch, Sommerjahr 2. Ach ja, stimmt. Nee, ist richtig. Okay, ich hatte gerade kurz ein... ich weiß nicht, ich dachte, ich hätte hier halbes Inception. Dachte so, hä, was für Sommer? Ich dachte, wir wären im Herbst. Aber nee, passt schon. Ist schon richtig so. Okay, genau. Wir müssen uns um die Felder kümmern, ganz wichtig. Dann machen wir die mal sauber hier. Dann müssen wir gleich Saaten kaufen. In der Wüste müssen wir uns mit Sternenfrüchten eindecken, finde ich. Ich muss vor allem die Bäume hier wegballern. Das wäre sonst richtig ungünstig. So, dann kuscheln wir aber erstmal die Tierchen. Da-da-da, die ganzen Süßen auch. Die Lebi und den Spepsi. So, da haben wir noch die Kühe. Ich glaube, Elia weiß auch noch gar nichts von seinem Glück, dass er hier die ganze Zeit gemolken wird bei mir. Der weiß da noch gar nichts von. So, da, du bist auch schön ordentlich weggemolken hier. Na gut, der Tanuki, der wird sicher vielleicht auch... Vielleicht habe ich Glück und der wird nie davon erfahren, dass ich ihn hier täglich melke auch. Na, findet der bestimmt richtig gut. Wahrscheinlich würde es ihm sogar gefallen. Achso, warte, die Milch können wir hier reinfeuern. Ach, guck mal, mein Controller will irgendwo hin hier. Bleib mal schön hier, Maus. So, ich muss mal eben schauen. Ich glaube, ich habe mich bei Stardew immer ein bisschen anders positioniert, ne? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, eher ein bisschen weiter oben. Damit ihr auch mehr von der Szenerie habt hier. Naja, Xbox One Controller sieht so bei 60 Euro und dazu Akku mit Ladekabel Nummer 30. Das ist, also Controller auch schmerzhaft, ne? Also schon schmerzhaft. Das schon... Da bekomme ich wirklich Hirnschmerzen. Aber ich meine, es war mir klar. Also die sind halt scheiße teuer. Aber dafür sind die halt auch gut, ne? So. Die Eier da rein. Sehr schön. Ich meine, die können draußen fressen, aber ich feuer trotzdem mal Futter rein. Ich muss sagen, ich habe da nie so wirklich drauf geachtet, ob wir das Zeug dann trotzdem irgendwie zwischendurch mal wegfressen oder nicht. Aber dann liegt es halt wenigstens für den Regen da. Ist auch gut. Hallöchen Aces, guten Morgen. Hallo, wie geht's? So, dann haben wir das. Wir haben auch gerade 94.000 Geld. Das ist ziemlich nice, ne? Ich glaube, wir können eigentlich den Stall aufwerten. Oder wollte ich... Ah, es kann auch sein, dass ich zuerst den Keller machen wollte. Was brauchen wir denn nochmal für den Keller? Sehr viel Geld, ne? Sehr viel Geld. Warte mal, wir haben ja ein Telefon. Meine Joy-Cons als PC-Controller dazu. Meine Joy-Cons muss ich auch erstmal noch reparieren, ey. Das ist halt wirklich alles im Arsch hier. Alles komplett im Arsch.
Entschuldigung. Gibt auch Xbox One Controller mit Kabel für ca. 40 Euro. Nee, ich glaube, mir ist es schon ganz lieb, wenn die kein Kabel haben. Ich habe hier echt genug Kabel. Ich bin hier schon genug beschäftigt mit dem Kopfhörerkabel. Da möchte ich nicht noch ein Kabel an meinem Gamepad haben, glaube ich. Das wäre mir ganz lieb dann. Da werde ich dann mal gucken, irgendwie. Noch läuft er ja. Es ist jetzt nicht so mega drängend. Immer dieses Nutzvieh. Gingy gibt mir seit Tagen keine Milch. Das ist frech, Lucy. Das ist frech. Hat mir letztens den Xbox Elite geholt. Finde ich richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Wo ist der Unterschied zu dem Xbox One Controller? Ist das, oder ist dieser Elite der von dann für die neue Konsole auf, also der mit der neuen Konsole dann released wurde, oder wie? Kann der auch für einen Kakao kochen? Hallöchen Tora, guten Morgen. Ich habe so ein paar schöne neue Lo-Fi-Songs irgendwie in meiner Playlist und die sind so schön. Die sind halt alle für irgendwie, für, das hier ist gerade Stardew, das hört man noch so ein bisschen raus. Dann noch so ganz viel von Pokémon und Zelda und die sind so schön, Alter. Richtig schön. Weil mir waren manche Songs hier in unserer Playlist immer ein bisschen zu ruhig dann auch wieder schon. Und ich brauche eher mal wieder was Neues. Ich hatte heute Morgen wieder eine geile Idee für Kanalpunkte. Eine kleine. Und habe dann hier um 11 gesessen und gedacht, ach, das mache ich mal eben schnell. Und dann fiel mir auf so, nee, wenn ich das schön machen will, dann brauche ich da ein bisschen mehr Ruhe für. Und sonst hätte ich hier dann wieder wirklich bis 12, halb 1 gesessen und dann mich da so drin verloren. Und das wollte ich dann auch nicht, deswegen mache ich das einfach dann in Ruhe. Einfach in Ruhe. Aber ich hätt euch heute so gern damit erfreut. Also es ist jetzt auch nichts Riesiges oder so, aber es ist halt, keine Ahnung, ich freue mich immer, wenn ich so eine Idee habe dafür. Aber da wird ein bisschen, ein klein wenig Animationsarbeit drinstecken, deswegen. Scheiße, ich habe keinen Löffel. Passt schon. Natura gut geschlafen. Jetzt will ich auch wieder weiter zocken, aber ich muss auch den Diamond Painting fertig bekommen. Ja, aber der vibriert ganz geil. Ach so. Ist das ein bisschen wie der, das Pendant zu dem PlayStation Controller? Mit diesem Feedback auch oder so? Hat der sowas auch? Ja, der PS5 Controller, der ist ja schon ziemlich geil, ne? Der ist ja schon richtig geil. Aber leider mir irgendwie das. Es ist. PlayStation-Controller sind mir grundsätzlich zu breit für meine Finger, ist ganz schlimm. Dann bräuchte ich super lange Umgewöhnungszeit. Der hat auf der Unterseite so Pedals, die man noch einstellen kann. Die Trigger kannst du einstellen, auf welcher Tiefe die triggern und die Sticks lassen sie einstellen, wie viel Widerstand die haben. Ah, okay, ja, das ist natürlich ganz geil, ne? Ich glaube, das macht voll Sinn, wenn du halt dann irgendwie Shooter damit zockst oder so wahrscheinlich auch, dann, dass du das Geile einstellen kannst für dich. Oder Sachen, wo du ein bisschen präziser sein musst. Hey, kann ich dein Löffel sein? Okay, no. Oh mein Gott, das ist ganz schwierig auch. Ganz schwierig. Ich sollte erstmal meinen Tee austrinken, bevor ich da gleich den Kaffee reinkippe, sonst, den Kakao reinkippe, sonst ist es echt ekelhaft. So, House-Upgrade-Kosten. 100.000 für den Keller. 100.000 für den Keller. Ja, müssen wir mal gucken. Wir können auch eigentlich erst den Hühnerstall machen vielleicht. Dann werden die Hühner halt automatisch gefüttert und wir können Häschen holen. Und dann kriegen wir die Kohle für den Keller halt eh schon zusammen, ja. Ich glaube, das rennt nicht weg, weil wir müssen den Keller ja eh noch ausstatten. Das ist ja eh so ein Ding. Wir müssen den ja eh noch ausstatten mit ganz vielen Fässern und so. Deswegen rennt das halt nicht weg. Okay, dann lass uns erstmal loswatscheln und Saaten holen. Und vielleicht vorher schon den Abstecher zu Robin kurz. Damit wir direkt den Bau anstoßen können. Wir sollten lieber zu Robin reiten, sonst sind wir länger unterwegs, glaube ich.
Oh, was ist das denn? The Fountain is stunning today. Okay, der Brunnen sieht heute fantastisch aus. Okay, okay. Hallo. Wir haben einfach irgendein Event mit Demetrios hier. Hallöchen, Lizzie. Guten Morgen, Lena. Hallo. Als nettes Pendant zu Stardew Valley werde ich jetzt nebenbei God of War zocken. Ja, perfekt. Sehr gut, gestern noch bis 1 Uhr Serie geschaut und mein Freund tat mal wieder gut, länger wach zu sein. Das ist schön. Das klingt doch belohnt. Das klingt doch belohnt. Und genau, viel Spaß, Deadburn, beim God of War spielen, ey. Ja, stimmt, das gibt's ja mittlerweile auch für den PC, ne? So, hi Lizzie. Ich weiß gerade nicht, was Astonishing heißt. Aber er appreciated in irgendeiner Weise das Wetter, glaube ich. Wusstest du, dass dieser Brunnen 30 Jahre alt ist? Er wird von einem Techniker aus Grampleton irgendwie repariert und beziehungsweise gewartet. Kommst du auf deiner Farm gut zurecht? Ich bin schon lange nicht da gewesen, seit ich das Experiment in der Höhle durchgeführt habe, wofür ich immer noch sehr dankbar bin. Was können wir sagen? Robin hat Gebäude auf unserer Farm gebaut. Ich schaue mich nach Sprinklern irgendwie oder nach dem Herstellen von Sprinklern um Sachen zu automatisieren oder Bewässerung zu automatisieren. Oder ich fokussiere mich auf meine Kampfskills und das Angeln. Ich sag mal das mit den Sprinklern, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Automatisierung wird jetzt sehr viel Zeit ersparen. Ich bin halt mal gespannt, ob der einem irgendwas dafür gibt oder so. Schön, dass es für dich so gut läuft in Stardew Valley. Eine Farm zu haben bedeutet sehr viel Arbeit und kann manchmal etwas überwältigend sein. Wo wir gerade von Stardew Valley reden. Weißt du, woher unser Dorf seinen Namen trägt? hat es irgendwie irgendein Space-Stuff? Kommt es aus irgendeinem Weltall-Stuff? Because Stardew something? I don't know. Keine Ahnung, ich frag mal nach dem Space-Stuff. Das ist korrekt. Vor tausenden von Jahren hat ein riesiger Meteorschauer dieses Gebiet ist darauf niedergeregnet oder hat darauf niedergeregnet. Okay, und die Spuren dieser Meteoren, die sahen halt so ein bisschen aus wie Fäden, die über den ganzen Himmel gezogen waren. Und die Meteoriten sahen aus wie kleine Tropfen auf diesen Bahnen. Wie Morgentau auf Spinnweben. Das ist ja süß. Das ist ja voll süße Texte eigentlich. Imagine, er hätte einfach Sellout gemacht und den Link zu Stardew Valley reingechattet. Ah ja, und diese Ferngill Republic wurde erst vor irgendwie 150 Jahren gegründet. Und dann haben sie halt dieses Dorf halt Stardew genannt. Eben zu Ehren der Ahnen irgendwie. Guten Morgen, Mastercore, hallöchen. Hallo. Hast du gut genächtigt? Hast du dich mal gewundert, warum dein Gemüse und Co. immer gesund bleibt? Oder warum sie so einfach hohe Qualität produzieren? Das ist wegen des Meteorschauers. Die Erde in diesem Dorf ist, oder die Erde im Tal ist, sehr, sehr fruchtbar. Und da ist eine hohe Konzentration von Mineralien in der Erde und inklusive Zink, keine Ahnung, ich glaube Magnesium. Boron, ich weiß gerade nicht, was Boron ist auf Deutsch. Auf jeden Fall Eisen, Sulfat, Kobalt, Kupfer, Manganese ist irgendwas anderes, glaube ich.
Weil jetzt kommt Magnesium und so weiter. Alter, Demetrius, laber uns nicht mit deinem Chinesisch voll. Wir sind dafür, wir sind 10 IQ, Leute, hier. Okay. Ja, er sagt noch so irgendwie, das ist halt auch der Grund, warum super viele Farmer hier halt in diesem ganzen Tal sich niedergelassen haben, weil eben die Erde so unfassbar fruchtbar ist. Wahrscheinlich Bohr oder so. Okay, ja, das kann natürlich sein, ja. Ich habe was Neues. Du hast zu viel geredet, Digga. Ich habe was Neues gelernt, danke dir. Ja, aber schön, wie man mit... ich glaube, das ist, wird auch Expanded-Inhalt sein. Das ist halt schön, wie man mit NPCs, die man jetzt auch nicht unbedingt daten kann oder so, dass man mit denen nochmal so extra Events hat. Das finde ich sehr schön. Chiquita, ich danke dir für den Follow. Willkommen. Hallöchen. Aber bis Mitte August musst du dieses dein Diamondwerk da fertig kriegen. Thora im Diamantenrausch. Oha. Das stell mir gerade Thora vor, wie sie einfach in so einem Berg voll mit Diamanten sitzt und sich so richtig schön wie so in so ein Schneeengel darin wälzt. So, ich freue mich, dass du jetzt mehr über das Tal weißt, wo du lebst. Die Effekte aus Wissenschaft und Geschichte haben Stardew Valley zu einem schönen, zu einem faszinierenden Ort gemacht. Das würde ziemlich wehtun, wahrscheinlich, aber es wären fucking Diamanten. Oh, schau dir die Zeit an, ich bin gerade zu dumm zu übersetzen. Oh, es ist schon ganz schön spät. Ich habe irgendwie nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange bleiben. So. Ich werde dich mal weitermachen lassen. Hab einen schönen Tag, Lassie. Okay, ciao. Gut, ich muss mal eben zu Robin hochwackeln und dann den Bau anordnen für den Hühnerstall und dann. Gehen wir gleich zu Pierre und lassen uns ausbeuten. Finanziell. Und die Wüste müssen wir auch für die Sternfrüchte. So, ausnahmsweise arbeitet Robin mal. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Luxushühnerstall bauen. 20.000. Ja, komm, die haben wir auch bald wieder drin. Das ist schon okay. Das ist schon okay. So. Zack. Dann kann es bald losgehen mit Hasis. Mit Hasis. Moin, Abigail. Tschüss, Abigail. Ihr wollt mich dann nur alle verführen, Stardew weiter zu suchten. Ja, man kann sich ja mal zwischendurch eine Pause gönnen, ne? Das Problem ist, so eine Stardew-Pause, also so eine Pause, die man mit Stardew füllt, ist dann oftmals halt auch eine sehr lange Pause, vielleicht. Das ist dann auch eine sehr lange Pause, eventuell. Was haben wir denn hier für Aufgaben? Robin möchte 1000 Stein haben. Ja, das wäre so eine Aufgabe für Lucy, ne? Also wenn ich jetzt Koop mit Lucy spielen würde, würde ich sagen, Lucy, fass. Ja, die würde ich in der Mine aussetzen und sagen, fass. Und die würde mir einfach in 0,nix 1000 Steine sammeln. In 0,nix. Ich nehme die mal an, das klingt witzig. Das klingt irgendwie witzig. Achso, ich renne in die falsche Richtung auch, ne? Cool. Zwei Tage sollten reichen. Ja, das geht schon. Also, Steine gehen halt schon relativ fix, ey. Die gehen halt schon relativ fix. Man muss sie aber auch sammeln, ne? Also, es reicht nicht, dass ich schon welche habe, glaube ich. Wartet. Also, man muss sie auch schon sammeln.
Warum renne ich eigentlich? Oh Gott, es tut mir wirklich leid. Ich bin noch ein bisschen verballert von gestern. Und dazu wahrscheinlich, weiß ich nicht, 5 Stunden Schlaf, wenn überhaupt. Also sorry schon mal. Gut, wir brauchen Melonskis. Melonskis, Tomatis. Tomatis haben wir aber auch sonst im Gewächshaus, glaube ich. Blaubeeren haben wir im Gewächshaus, aber wir werden trotzdem alle mit Blaubeeren schön vollballern. Peperonski. Bisschen Weizen wäre auch gut. Ist hier so eine krumme Zahl, das ist ein bisschen dumm, ne? Paradieschen, um sie zu haben halt. Und dann brauchen wir noch Mohn und Sommerschmuck. Hopfen. Mais. Nochmal 16. Und Rotkohl. Der Rotkohl. Machen wir 24 draus. Dann sind wir ausgestattet. Und haben Pierre ganz viel Geld in den Rachen geschoben. So, und Sternfrüchte brauchen wir noch. Blaubeeren einfach über alles, ja. Oh! Aha, was ist hier los? Blaubeeren einfach Ehre, wirklich. Hab auf Steam meine Preisliste für Dinkum gefunden. So viel zu meinem Mini-Wiki. Oh. Oh. Ja, aber es war irgendwie klar, dass da Leute auch wieder kommen, aber ja. Oh. Es ehrt dich trotzdem, Alma. Es ehrt dich trotzdem, dass du das angefangen hast. Ich habe nur noch 1.500 Steine, das nervt. Ja, ist natürlich nicht so viel für dich, ne? Blaubeeren sind wirklich mega, ja. Wir haben im Gewächshaus ja schon Blaubeeren. Wir haben einen bestehenden Blaubeervorrat auf jeden Fall. So. Yuma, was gibt's denn? Yuma ist, glaube ich, auch dieses Kind gewesen, dem wir doch jetzt schon öfter was geschenkt haben und der so mega höflich war, ne? Der doch bei Pierre im Laden war und so mega höflich war und irgendwie scheinbar sehr viel für die Family tut wohl. Und nicht und Pierre meinte irgendwann mal, glaube ich, dass er selten gesehen hat, dass der mal mit anderen Kindern spielt. Hey Lucy, kann ich dich um Hilfe bitten? Ich habe meinen Ring verloren. Einen Ring, den meine Mama mir vor langer Zeit gegeben hat. Ich kann ihn nicht finden. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Ich werde dich bezahlen. Ich schwöre, ich kann nur nicht Shiro nicht alleine lassen, während ich danach suche. Wieso kann der... Warte mal, Shiro ist doch ein... der ist ja sein älterer Bruder, glaube ich. Was ist mit dem Shiro eigentlich? Das hat mich nämlich schon gewundert, warum der Kleine sich um so viel kümmern muss scheinbar. Oder sich um so viel kümmert. Und er aber einen Bruder hat. Oder glaube ich sogar zwei Brüder. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mindestens einen Bruder wohl. Was ist mit dem Shiro? Ich glaube, Shiro ist auch der Typ, der da bei uns steht. Mit den dunklen Haaren. Also ich bin... Also auf die Story bin ich ja sehr gespannt. Bitte finde ihn, Lizzie. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Warte mal. Das ist Philipp. Ah, ich habe Trini und Ki letztens im Wald, also vorhin im Wald spielen sehen. Hat keine große Sache. Ich würde gern mit dem Kollegen hier mal reden. Hey, wie läuft's? Ich glaube, den Leuten muss man mal ein bisschen... Warte mal, kann man den... Ah, ich kann gerade nicht sehen, ob man den daten könnte, theoretisch. Ob man ein bisschen was zu dem erfährt. Also, dass man einfach dem was schenkt oder so, wisst ihr? Darum geht's mir das irgendwie. Aber es wäre auch interessant, ob der quasi ledig ist. Ja, der ist ledig auf jeden Fall. Also auf die Familiengeschichte bin ich mal gespannt, warum der Kleine da auf Shiro aufpassen muss oder ob er sich vielleicht einfach nur verpflichtet fühlt. Bei manchen Kindern ist es einfach so.
Aber es sollte halt eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, ne? Eigentlich passt ja das große Geschwisterkind auf das kleine auf, in der Regel. Oder sie passen aufeinander auf. Aber das wirkt ja eher sehr einseitig. Ich frage mich echt, warum man Shiro nicht alleine lassen kann. Oder möchte. Oh, ich wollte doch in die Wüste. Ach, stopp. Na, Lebi voll. Lebi hat richtig Bock. Die wollte richtig auf Erkundung gerade. Die wollte richtig auf Erkundung. Okay, oh, mein Kopf. Pam wieder hart mit Kater. Alles klar, dann Abfahrt in die Wüste. Ach Gott, ey. Ich pass auf die Gitarren von meinem Bruder auf und er kauft mir ab und an Bücher. Das ist doch mal Geschwisterliebe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach siehst du, ich muss meinem Bruder noch Danksagungskarten machen, die Tage mal. So. Dum, dum, dum. Alter, was für ein geiler Lo-Fi-Remix. Alter, wie schön ist der? Ach so, warte mal, die, nee doch, wir sind ja richtig hier. Rababa, Rababa, Rababa. Ne? Nehmen wir auch mal mit hier. Jetzt die Sternfrüchte. Okay, ciao. Ja, die kaufe ich gerne auf Vorrat, ne? Also ich habe da einfach gerne mehr von da. Dann können wir die immer wieder nachliefern. Rote Beide. Also wir haben jetzt auf jeden Fall genug zum Anbauen, würde ich mal sagen. Ne? Das ist schon okay. Kihi. So, sehr schön. Dann können wir da schön die Farm mit vollklatschen. So. Ich weiß nicht, ob Pam schon ganz wieder nüchtern ist. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommen wir leben nach Hause. Okay, sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ach, Pam. Pam. Die Events mit Pam fand ich halt auch immer schön. Ja, kleine Libby, was machst du hier? Was machst du hier? Okay, das mich juckt es ja so ein bisschen in den Fingern wegen Power Wash Simulator, ne? Spielt das eigentlich noch jemand irgendwie von euch? Ich weiß immer nicht, ob mir das Spiel, ob das Spiel nicht dann irgendwie wie Hausflipper ist und dann auf einmal total langweilig wird. Aber ich könnte mir das Game im Koop halt sehr gut vorstellen, weil man wohl die Karriere im Koop spielen kann. Ich glaube, das wäre für mich eher so ein Koop-Quassel-Game. Hätte ich Lust drauf, glaube ich. Pure Power ist pure Zen-Meditation. Ich glaube, das ist dann gerade cool, wenn man das ein bisschen im Koop spielen kann. Wenn man sich da ein bisschen unterhalten kann und so. Weil ruhige Spiele an sich haben wir halt genug. Und ich würde gerne mal was, wieder was im Koop machen im Stream. Also jetzt abseits von ein bisschen Handzocken oder so, ne? Meine ich jetzt. So. Erstmal den anderen Abkärchern. Ja, ja, genau, genau. Ich schaff's dir immer wieder, mein Pferd zu verlieren. Ja, ich stell mein Lucy, Franina Sonnenschein. Ich habe mein Pferd auch immer irgendwo in die Büsche gestellt. Weißt du, überall ist freie Fläche, aber ich stell's genau irgendwie hinter einen Baum oder so. Und dann sehe ich es nie wieder. Jedes Mal so. Und dann laufe ich teilweise einfach ohne Pferd nach Hause. Weil ich's nicht wiederfinde. Ich kenne das sehr gut. Ich kenne das sehr gut.
So, jetzt noch. Ach so, hier unten sollten wir vielleicht noch mal. Okay, Lizzie. Ist okay, ist okay. Marlon, ich danke dir für deinen Follow. Willkommen. Mach's dir bequem. So, jetzt haben wir das hier. Was machen wir denn hier? Wir müssen ja die Hopfen irgendwo unterkriegen. Und ich bin überlegen, ob wir die dauerhaft im Gewächshaus anbauen können. Ich schau mal eben, wie es im Gewächshaus aussieht. Ich muss da erstmal so ein bisschen einen Plan haben. Da schaue ich mal schnell. Guten Morgen, Vanity. Hallo. Na, wie geht's dir? Hast du gut gepennt? Das ist halt so weird, ey. Wir haben uns ja alle erst vor ein paar Stunden gefühlt gesehen, so, ne? Aber wie sieht's denn aus hier? Da ist Platz frei. Dann können wir eigentlich. Hier können wir keinen Hopfen hinstellen, dann kommen wir da nämlich nicht mehr ran. Ja, ich müsste mal gucken, dass wir vielleicht. Wir brauchen ja nicht mehr so viele Bohnen, ne? Wir brauchen nicht mehr so viele Bohnen. Ich glaube, ich werde das Ganze mal eindämmen, ne? Dann haben wir nämlich eine Hopfenproduktion und dann reicht das. Weil die Bohnen waren ja jetzt nur für die Quester. Na, gucken, dass wir auch überall rankommen dann. Aber das geht hier auf jeden Fall. Wir können überall von den Seiten hier ranlaufen. Da muss man halt echt drauf achten bei den Dingern. Das sieht auch mega hübsch aus, wie die so eingerahmt werden, diese Hopfen-Dingsies. Wie nennt man das denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier sind auch nochmal Bohnen, ey. Das ist halt alles totaler Quatsch irgendwie, ne? Und guten Morgen, Rinzi. Hallöchen. Gibt's eine Liste mit den ganzen Mods, mit denen du aktuell spielst? Nur die alte. Du kannst Ausrufezeichen Mods eingeben, dann wirst du zugeschallert mit zwei mit zwei Bot-Antworten. Das eine ist noch die alte Liste. Also die ist nicht aktuell, aber die meisten der Mods in der alten Liste nutze ich immer noch. Die nutze ich teilweise immer noch, weil ich die dann einfach immer wieder alle mit runtergeladen habe und aktualisiert hatte. Deswegen ist die noch halbwegs valide irgendwie. Es kann sein, dass das ein oder andere rausgeflogen ist und das andere, einige Sachen sind noch dazugekommen. Es gibt auf jeden Fall neue, ich nutze eine andere Tiermod und so weiter jetzt. Aber das meiste Grobe ist noch da. Ich habe jetzt halt einfach noch nicht so den Kopf gehabt, um da jetzt eine Modliste zu machen. Das ist halt immer so ein bisschen aufwendig dann. So, dann können wir die Reihe hier, glaube ich, schon mal voll klatschen mit Zeug. Dann nehmen wir die. Da sind die Blaubeeren. Was dauert denn besonders lange? Eigentlich, ja, die Blaubeeren brauchen lang. Die Melonen, ne? Die Melonen. Die Sternfrüchte kommen ins Gewächshaus. Also, solange ich eh keine Iridium-Sprinkler habe, baue ich die Sternfrüchte eh nicht im draußen an dann. Da habe ich sonst früher immer ganz gerne riesige Flächen mitgemacht, aber das können wir noch nicht machen. Danke dafür. Dankeschön. Wirklich vielen Dank, dass du da diesen Samen ganz random hingesetzt hast. Super toll. Bedanke mich auch bei meiner Oma und meiner ganzen Familie hierfür. So. Deine Farm sieht toll aus. Dankeschön, Marlon. Ja, das ist die Immersive Farm. Die kommt durch die, unter anderem durch die Stardew Valley Expanded Mod. Das ist die Immersive Farm. Deswegen sieht das halt auch hier alles so ein bisschen anders und größer aus und anders aufgeteilt. Ja, das Gewächshaus ist mega geil. Das ist auch eine Mod, auch eine richtig schöne. Da bei dem Gewächshaus, bei der Mod, da kannst du auch auswählen, welches Layout du willst. Also diese ganzen Felder, wenn man die gar nicht die kleinen auch haben will oder so, kann man sich aussuchen, welches Modell man möchte. Das ist ziemlich cool. So. Aber bei mir ist ja auch manchmal so ein bisschen schon auch Style vor Nutzen mittlerweile. Müssen halt gerade mal gucken, wie wir das machen mit den Melonen, ey. Jetzt mache ich ja einfach die ganze Reihe noch voll, oder was? So.
Die brauchen ja recht lange. Morgen schaffen wir erst die anderen. Das ist schon noch 0.40 Uhr. Aber dann sind die Melonen, die ersten, schon mal zumindest gepflanzt. Dann gehe ich mal eben schlafen. Schaffen wir eh nicht mehr viel. Guten Morgen, Faith. Hallöchen, wie geht's? War ein angenehmer Schlaf, bin auch schon seit 9.45 Uhr wach. Ey, ich habe, Vanity, ich habe den Fehler gemacht, dass ich noch ein bisschen wach geblieben bin und ich mich nicht direkt ins Bett gelegt habe nach dem Stream. Und dann habe ich halt irgendwie noch Dinge getan und, weil ich nochmal so eine technische Sache gucken wollte, wegen Random Facts auch für den Stream und so. Und dann hat das wieder immer noch nicht funktioniert, leider. Und dann war es irgendwie 2 und dann war vorbei. Dann konnte ich nicht mehr richtig einschlafen. Das war leider nicht so gut. Ich muss mir wirklich immer sagen, du machst jetzt nichts mehr, du gehst jetzt einfach schlafen. Weil vor allem nach einem 12,5 Stunden Stream dann noch irgendwie was zu machen, um den Stream zu optimieren, und ich habe doch VODs geschnitten gestern Nacht. Damit ich Dinkum heute schon auf YouTube hochladen kann. Die erste Folge. Total dumm. Dumm. Ich muss mir da echt ein Verbot auflegen dann dafür. Guten Morgen, Dizzy. Heute wäre es 13,5 Stunden. Oh Gott, nein. Plus halt dann jetzt Expansion, oder? Das Gewächshaus sieht halt geil aus, deswegen. Ich kann dir gerne sagen, wie das Gewächshaus heißt. Warte mal kurz. Da kann ich gerne mal gucken, eben. Moment. Das ist halt kein Problem. Ich kann zwischendurch immer mal gucken, wenn was eine bestimmte Mod ist und so weiter, ne? Das stört mich nicht. Wenn wir schon mit Mods spielen, dann kann ich das halt auch machen. Wartet mal kurz. Download History, Moment. Das ist Wren's Expanded Greenhouse. Das ist es. Ich habe den Link mal in den Chat gepackt. Das ist das Greenhouse. Und da habt ihr, ich kann euch das mal kurz zeigen. Falsche, Moment, falsches O. Das sind meine Nahaufnahmen hier. Das sind hier die, das ist ja so der Bereich. So könnte halt das Gewächshaus auch aussehen. Ne? Ich habe ja links die Unterteilung. Ich habe ja links die Unterteilung dafür nochmal. Weil ich das schön fand. Aber man kann auch einfach alles nur mit Iridium-Sprinklern vollstellen. Das ist auch gut. Hier ist auch jetzt, guck mal, hier hat jemand, das wollte ich später auch machen, wenn wir Iridium-Sprinkler haben, hier hat jemand hier die Iridium-Sprinkler hingesetzt und da oben dann die Dingssprinkler, und dadurch hat man dann wieder ein Feld frei jeweils pro Dingsbums, pro Wabe hier. Wenn man die dann hier hinstellt, ist ja richtig smart. Ja, und die ganzen Bäume hat die Person hier hingestellt, wir haben da unten zumindest nochmal das Wasser. Also man kann sich das halt echt einrichten, wie man mag. So, und das sind halt die verschiedenen Areale. Du hast die Main Crop Area, die Secondary Crop Area, die Optional Tree Expansion, das Badehaus quasi. Dann kann man sich aussuchen, welche Farben man möchte hier für die Trennung auch, also für die Rahmen. Kann man sich auch aussuchen. So, Color Scheme. Und hier sind die unterschiedlichen Bereiche, die man noch dazu nehmen kann. Ich habe jetzt halt das hier unten dann in der Ecke. Das ist halt der Teil von den Bäumen. Dieser hier, der unten, der untere Bereich, dieses Rechteck. Das ist das hier. Und ich habe ja das für den Reis. Und ihr könnt aber auch kleine Felder nehmen oder hier einfach nochmal ein normales Feld. Oder einfach Fliesen oder so eine Reihe oder einfach eine kleine Bibliothek, irgendeinen kleinen Pausenraum. Das ist halt total süß. Ja, und hier könnt ihr euch auch aussuchen, was für ein Stil dahinter sein soll, damit so, wenn ihr zum Beispiel auf der, wenn ihr jetzt nicht die Immersive Farm habt oder so, wie ich jetzt, wenn man zum Beispiel ohne die großen Content Mods spielt, wenn man dann die Bergfarm hat oder die Flussfarm oder so, dass die Hintergründe dazu passen zum Beispiel.
Das ist halt mega geil. Also die Mod ist mega. Die ist wirklich, wirklich toll. Ja. Die ist halt nochmal viel geiler als die, die wir davor hatten immer. Magst du mir auch kurz verraten, mit welcher Mod die Tierchen ihr Herz über den Kopf haben? Das müsste die, wie hieß sie denn? Warte kurz. Das könnte die UI-Info-Suit sein. Warte kurz. Bei mir werden die ja manchmal so ein bisschen doppelt angezeigt, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Und ich weiß nicht, ob sie sich zwei Mods überlagern. Aber das müsste eigentlich die UI-Info-Suit sein. Ja, ja, doch. Ich wüsste jetzt nicht, welcher das sonst sein soll. Moment. Da, da, da. Ups, jetzt habe ich das Fenster zugemacht, ich Dussel. Ja, die müsste das sein. Die zeigt auch an, ob die Tiere gemolken werden können und so. Diese hier. Glaube ich. Da, da, da. Ah ja, genau. Display icons over animals that need petting. Ja. Ja, ja. Das ist die. Blöde Frage, kannst du bei Gelegenheit, hat keinen Stress, deinen Modfolder schicken? Schinken? Ich kann dir meinen Modfolder schinken, schicken, ja. Kann ich machen. Ich wollte eigentlich meine Mods im Mod-Ordner noch irgendwie mal strukturieren, auch mehr. So, ich habe jetzt halt eigentlich nur diesen Oberordner, eben für die, weil du musst halt ja in der oberen Ebene die ganzen Content-Mods haben, damit die priorisiert werden und dann den anderen Scheiß, so alles an optischen Sachen und anderen, keine Ahnung, so Automatisierung und sowas, das habe ich alles dann in Unterordner. Die wollte ich eigentlich alle innerhalb dessen dann nochmal strukturieren, aber ich glaube, ich bin da zu voll. Ich knall mittlerweile einfach alle rein, so, weil es ist halt auch nicht so wichtig, sofern ich die Sachen nicht noch bereitstelle für irgendwelche Leute. So, wer hat da eigentlich Geburtstag? Lola. Lola, die arbeitet die nicht auch bei dem Restaurant? Ich bin mir nicht sicher. Weißt du, auf welcher Minenebene Iridium kommt? In der normalen Mine, in der Stadtmine eigentlich an sich gar nicht. Wenn dann nur mit ganz viel Glück mal aus einem Monster oder so. Oder man hat mal Glück und findet dann eine Iridiumader. Ich glaube, sehr selten. Eigentlich kommt Iridium in einer in einem anderen Bereich vor. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du wissen willst. Aber ich kann dir natürlich sagen, was du dafür machen musst. Okay. Susan, hier. My melons are growing like wildfire this year. Okay. Ihre Wassermelonen wachsen wie verrückt. Und jetzt hat sie so ein paar Melonensaaten übrig, okay. Ja, sag einfach, okay. Du brauchst dafür den Bus. Also du brauchst zum einen den Schädelschlüssel, den hast du vielleicht sogar schon gekriegt. Ich weiß es nicht. Dann musst du die Wüste freischalten. Und das tust du, indem du den Bus, den Bus besorgst. Und für den Bus brauchst du sehr viel Geld. Dafür musst du im Community Center den Raum mit dem Geld machen. Also wo du ganz viel Geld reindrücken sollst. Und dann wird der Bus repariert.
In dem anderen Bereich dann ab Ebene 30, soweit ich weiß, ja. Ich glaube, die können schon davor selten mal droppen. Aber ja, umso tiefer in der Schädelhöhle, desto besser, glaube ich. Und da kommst du dann relativ gut an Iridium. Aber Schädelhöhle ist schwer. Also da solltest du auf jeden Fall nicht ohne eine halbwegs gute Waffe reingehen. Oder vor allem nicht ohne Essen reingehen. Das ist ganz wichtig. Nicht ohne Essen reingehen. Da wirst du viel Freude haben, glaube ich, noch. So, jetzt muss ich mir immer die Süßis durchkuscheln. Susan hatte... Egal. Ich wusste, irgendwas in die Richtung wird kommen. Ne? Ich wusste das einfach auch. Ne? Das ist halt auch... Klein Schweinchen. Oh, nee, ich möchte mein Schwert bitte nicht zu Mayonnaise verarbeiten. Aber siehst du, das wird... das wird Lucy noch erfreuen, glaube ich, dass sie da nochmal eine Höhle hat, in der sie da Sachen abbauen kann. Und dann gibt es ja im Endgame nochmal was Neues. Also das würde ich, glaube ich, alles sehr glücklich machen. Boah, ich freue mich so darauf, wenn wir dann das Community Center und so fertig haben. Das wird gut. Oh, die süße Alma. Und Lucy. Lucy wird große Freude haben. Lucy wurde gerade vor allem gemolken. Bitte verratet dem Herrn Elierwald nicht, dass ich ihn hier abmelke die ganze Zeit. Bitte. Oh, schön, dass seine Euler hier rangehen. So, warte mal. Danke, da brauche ich ja noch. Bin auch Sommer zweites Jahr, aber habe halt nur gefarmt. Solange sind meine zwei Ställe voll und die Felder automatisiert. Das kommt dann als nächstes Jahr. Ist halt wirklich auch nur der, also, ne, besorgt dir einfach wirklich viel Kohle. Dann kriegst du den Bus dann noch relativ schnell repariert. Ja. Das sind dann die Sachen, da muss man dann halt gucken, dass man so ein bisschen an Geld rankommt. Aber das ist ja das Schöne, man kann ja alles so in seinem Tempo machen irgendwie. Aber Iridium ist halt schon sehr nützlich, ne? Gerade weil du damit dann ja auch die guten Sprinkler bauen kannst. Auf die wir auch sehr heiß sind. Dann braucht man nicht so viele Sprinkler und dann ist das Leben einfach ein bisschen sorgloser. Ja, süß, I guess. Wurde gemolken, du wurdest richtig gemolken, ey. Immerhin, ey, ich meine, das ist einer der... Ich würde mal behaupten, das ist einer der wenigen Streams, die... es gibt viele Streams, die, glaube ich, die nicht ihre ZuschauerInnen melken. Aber ich würde mal sagen, ich bin wenigstens einer der Streams, die ihre ZuschauerInnen nicht melkt. Finanziell. Aber ihr werdet einfach auf andere Weise gemolken. Ja, ich kompensiere das einfach ein bisschen anders. Ich kompensiere das einfach ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr hättet gestern Abend auch noch viel Spaß bei der Ino drüben. Ich war da auch noch eine Weile am Zugucken und so nebenbei, während ich da Sachen getüdelt habe. Ich hoffe, ihr hättet da viel Freude. Das ist auch eine ganz, ganz liebe Person. Mag die richtig gerne. Ich werde nicht gemolken. Ich lege Eier. Ja. Du wirst auf andere Art und Weise ausgebeutet. Da gehen wir schon auf Nummer sicher hier. So, aber dann kann ich, wenn ich den Hopfen unten angebaut habe, dann kann ich hier das Ding zumachen, glaube ich, auch an der Stelle. Wir hatten ja hier nur Bohnen stehen. So, dann packe ich hier noch die Melonen hin, den Rest. Vier sind das jetzt noch. Ja, das wird wieder so eine krumme Sache hier, ne? Also es ist halt... Naja, mit den Standard-Sprinklern ist das ja eh immer noch mal was anderes hier. So, was ich vergessen habe, gestern zu priorisieren... sind die Blumen, ich Idiot.
die sind wichtig. So, Mohn. My friends. Damit wir hier guten Honig bekommen. Weil wenn wir die teuersten Blumen, die man kriegen kann und also anbauen kann, neben den Honig setzt, dann produziert der Honig auch, also wird auch schon entsprechender Honig, zum Beispiel Mohnblumenhonig, gedingst, und der ist dann sehr viel mehr wert als der Standardhonig. Richtig reinkicken tut halt die Feenrose dann, ne, im Herbst. Die kickt richtig rein. Also das ist pure Gönnung dann. Ja, als nächstes würde ich sagen, die Blaubeeren, ne? Dass wir hier auch draußen ein paar stehen haben. Hier fehlt noch was. Achso, Wasser habe ich gerade aufgefüllt. Habe ich das jetzt eben gerade gegossen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, habe ich. Okay. Nur fürs Protokoll, das hätte ich jetzt auch anders formulieren können. Wenn ein Kick will, kann man sich zum Ziel setzen, das Gemeinschaftszentrum im ersten Jahr zu schaffen. Ist machbar, genau. Genau. Das muss man aber allerdings leider beim Start des Spiels ja extra einstellen am besten. Weil sonst entscheidet das Spiel vielleicht, ah nee, dann kriegst du dieses Jahr keine Rotkohlsamen, obwohl du sie vielleicht brauchst. Und dann ist es halt egal, wie sehr du dich beeilst. Du kannst kommst an diese Rotkohlsamen sonst nicht ran. Und diese Einstellung, dass du einmal Rotkohl kaufen kannst, mindestens im Jahr von der Händlerin, die ist halt mega wichtig dann, wenn du es in einem Jahr schaffen möchtest. Weil sonst stellt man sich da, glaube ich, selber sehr schnell ein Beinchen. Und dann ist es sehr ärgerlich. Ich mache mir das auch immer so zum groben Ziel mit dem Community Center, aber meistens schaffe ich es dann trotzdem nicht, weil ich irgendwie, so wie wir jetzt einen Fisch, wir haben jetzt mal einen Fisch vergessen, so. Aber ja, passiert halt. Wird dann bei uns erst wahrscheinlich dann im Herbst was. Achso, warte, hier müssen wir gießen. Und hier einmal. So, dann kommen jetzt die kleinen Sachen. Ein bisschen Mais und Dings kommen ins Gewächshaus. Dann können wir die dauerhaft anbauen. Oh, rote Beete ist ja im Herbst. Ach, ich voll Idiot. Tomaten können wir eigentlich auch im Gewächshaus anbauen. Dann dann haben wir die da dauerhaft. Warum habe ich Rhabarbersaat gekauft? Es ist alles Frühling und Herbst. Egal, ist fürs Gewächshaus dann. Erstmal eine Weile weg, bis später. Alles klar, Feier. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Da, da, da. Darf ich ein Häschen sein, dann gebe ich dir auch aus lauter Dankbarkeit eine meiner Pfoten ab. Ja, Feier. Wir können dich gern zum Häschen machen. Das ist okay für mich. Ich werde sicher ein paar Häschen holen, dann. Dann wirst du ja auch ein Häschen. Das könnte man falsch verstehen, wenn man falsch denkt. Mhm. Mhm. Muss aber auch dazu sagen, dass ich es zum ersten Mal spiele und am Anfang komplett überfordert war. Hab mich einfach ans Farm gesetzt und hatte kein Geld für irgendwas, aber ich habe ja Zeit. Wisst ihr, wie viel Spielzeit vom Entwickler angedacht ist? Oh, ich, also ich glaube, die Story, die war früher. Ich glaube, es gab früher eine Angabe für die Spielzeit, bevor das große, also bevor diese ganzen krassen Updates kamen. Bevor das Endgame-Update kam, das letzte. Abschließend. Da gab es eine grobe Spielzeit. Aber kann ich nicht sagen, wie viel das war. Kann ich nicht sagen, weil das kommt immer ja sehr darauf an, wie man spielt.
was das eigene Tempo ist. Es gibt ja Leute, die sind heftige, also wirklich krasse Min-Maxer, die einfach direkt am Anfang schon dann das Wiki benutzen und gleich gucken, was das Wertvollste ist. Ich weiß halt einfach durch meine Erfahrung, was so die wertvollen Sachen sind und halt eben auch, weil ich parallel dann immer im Wiki mal ein bisschen geguckt habe, aber als ich angefangen habe, Stardew zu spielen, da gab es noch nicht mal ein Wiki, so. Das wurde dann erst langsam aufgebaut. Also vieles musste man noch selber herausfinden. Aber es sind auf jeden Fall schon einige Spielstunden, ne? So Content, Story-Content. Tatsächlich ist der Story-Content früher, sag ich mal, nach dem Gemeinschaftszentrum eigentlich so ziemlich vorbei gewesen, kann man sagen. Ich glaube, dann kam nichts mehr, außer man, und ja, das Heiraten und so würde ich aber nicht als Story-Content sehen. Aber so nach Community Center und so kann man sagen, da ist der Story-Content vorbei gewesen. Aber mittlerweile gibt es sehr, 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 sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Guten Morgen, Kio. Hallöchen. Ich glaube, Kio hat auch nicht so geil geschlafen, kann das sein? Guten Morgen, Svenu. Hallöchen. Hallo, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und gestern noch einen schönen Abend gehabt. Ach so, und wer zum Fick ist Willi und wo finde ich den Typen? Der ist in seiner Strandhütte. Das ist der gruselige Fischer, der sich immer hinter einen stellt, wenn man angeln geht. Und einem dann in den Nacken atmet. So, jetzt muss ich mal eben aufpassen, dass ich hier nicht irgendwelche Herbstsachen pflanze kurz. Dann machen wir einmal Rotkohl hin. Oh, Rotkohl auch richtig geil, ne? Ich liebe Rotkohl. Mögt ihr auch Rotkohl? Rotkohl, also mein Vater hat auch richtig geilen Rotkohl gemacht, weil es irgendwie das Rezept auch noch von seiner Mutti war. Rotkohl ist schon richtig geil. Ich liebe Rotkohl. Ja, Team Rotkohl. So, dann haben wir das. Dann packe ich hier noch die Blümchen hin, glaube ich. So. Ja, und ich weiß nicht, hier dann den... Also, das Mais kommt ja ins Gewächshaus. Ich weiß nur nicht, ob ich da alles reinstelle. Ich bin mir noch unsicher. Die kann ich nicht anbauen. Das, Was haben wir da jetzt? Warte mal. Ja, Sommerschmuck. Radieschen und Rotkohl. So. Dann nehmen wir hier den Weizen. Dann machen wir hier den Weizen an. Das ist fein. Boah, ich muss gleich mal pinkeln, ey. Ich habe mir heute Morgen ja schon zwei Tees reingezwirbelt und jetzt eben den Kakao, den ich fast leer habe. Meine Blase sagt okay, gleich okay, ciao. So, ich muss mal ins Gewächshaus gehen. Da müssen wir gleich mal weitermachen.